Mein Name ist Pauline Grabusch, ich bin Leistungssportlerin im Bahnradsport und mehrfache Weltmeisterin. Ich heiße Fabian Käßmann, bin ebenfalls Radsportler und fahre für ein deutsches Straßenradteam. Bei uns im Wettkampf ist es so, dass alle Sportler dieselbe Leistungsfähigkeit bzw. ein ähnliches Leistungsniveau aufweisen. Den ja, kleinen, aber feinen Unterschied am Wettkampftag, welcher dann über Sieg und Niederlage entscheidet, den macht die mentale Stärke aus. Ich zum Beispiel habe das Problem, ich bin in einem Training gestürzt und in einer Kurve weggerutscht und dadurch habe ich jetzt Angst, im Wettkampf schnell die Abfahrten runterzufahren. Dieses kleine Phänomen können wir in einem Test zeigen, ganz einfach. Das heißt Muskeltest. Fabian, ich würde dich jetzt mal bitten, deinen linken Arm nach vorne zu strecken. Genau. Jetzt denk mal an eine Situation im Wettkampf. Ja, zum Beispiel, du hast gewonnen, deine Gefühle sind sehr, sehr positiv. Denk jetzt mal daran und versuch deinen Arm nach oben zu halten. Die Spannung ist auf jeden Fall da und wir werden jetzt genau das Gegenteil machen. Jetzt denk an etwas Negatives, was dir ein bisschen Stress in dir auslöst und versuch wieder deinen Arm oben zu halten. Dieser Test zeigt uns, dass positive als auch negative Emotionen unsere Leistungsfähigkeit beeinflussen können. Und wir wollen euch heute eine Intervention vorstellen, die heißt Havening, die genau das etwas unterstützt. Die mentale Stärke im Wettkampf wird nicht mehr dem Zufall überlassen. Havening kann auch in der Hypnosetherapie angewendet werden. Die Hypnose ermöglicht dem Therapeuten einen direkten Zugriff auf das Unterbewusstsein. Öffne die Augen und folge meinen Finger. In diesem veränderten Bewusstseinszustand lassen sich hartnäckige Probleme schnell, sanft und effektiv auflösen. Für die Anwendung von Havening braucht ihr nicht immer einen Therapeuten. Ihr könnt das auch an euch selbst ausführen und wir werden euch das mal zeigen, wie das so geht. Fabian, wenn ich dir das sage, streichst du dir genauso über deine Oberarme. Ja. Das ist wichtig für die Intervention Havening. Und du hast ja gesagt, dass du jetzt Angst hast, die Berge schnell runterzufahren, weil du mal gestürzt bist. Und das werden wir mal aufarbeiten mit Havening. Super. Ich würde dich bitten, jetzt mal die Augen zu schließen und dir genau so eine Situation vorzustellen, die dir Angst macht, Berge runterzufahren oder um Kurven zu fahren. Was spürst du dabei oder was fühlst du dabei? Ja, Stress, aber irgendwie auch Angst. Wie stark kriegst du diese Angst, die in dir ruht? Von auf einer Skala zwischen 0 bis 10. 0 ist gar nicht und 10 ist sehr, sehr stark. 9. Also das Gefühl bedrückt dich. Jetzt stell dir vor, du nimmst diese Angst und packst diese Angst in einen Rucksack. Du machst den Rucksack zu, schnürst dir diesen Rucksack auf deinen Rücken und stehst vor einer Treppe. Diese Treppe wirst du jetzt hochgehen, 10 Stufen. Wenn pro Stufe machst du diese Streichung, die ich dir gezeigt habe, und zählst die Stufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt öffnest du deine Augen, atmest tief ein und aus. Jetzt schaust du nur mit deinen Augen nach rechts, nach links, nach rechts, nach links. Jetzt atmest du nochmal tief ein und aus. Jetzt schließt du nochmal deine Augen, versuchst mal das Gefühl in dir zu erwecken und sagst mir nochmal auf einer Skala zwischen 0 und 10, wie stark ist das Gefühl jetzt? Ja, es ist schon weniger geworden. So um die 4. So 4. Also dein Problem ist sozusagen leichter geworden. Jetzt machst du wieder deine Augen zu. Nimmst das Problem und packst wieder das Problem in einen Rucksack. Setzt dir den Rucksack auf und stehst vor derselben Treppe, wo du vorhin standest. Jetzt gehst du wieder 10 Stufen hoch, zählst die Stufen und machst wieder die Streichungen. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt öffnest du wieder deine Augen, atmest tief ein und aus. Jetzt schaust du wieder nur mit deinen Augen nach rechts, nach links, nach rechts und nach links. Und jetzt atmest du nochmal ganz tief ein und wieder aus. Machst nochmal die Augen zu. Jetzt fühlst du nochmal in dich herein und versuchst das Problem oder versuchst nochmal einen Berg runterzufahren oder versuchst nochmal die Situation in dir zu erwecken und sag nochmal auf einer Skala zwischen 0 und 10, wie stark ist das Gefühl jetzt? Sie ist weg. Also 0. Ich fühle mich irgendwie befreit. Und also würdest du jetzt schnell runterfahren? Ja, auf jeden Fall. So, jetzt machst du wieder deine Augen auf. Wie wir jetzt an Fabian schon gesagt oder gezeigt haben, er hatte am Anfang des Videos ein Problem oder eine Angst. Und die Angst konnten wir jetzt mit Havening ja, befreien. Also ja. Er hat das Problem nicht mehr in sich. Und vielleicht sind das diese fehlenden Zentimeter in den nächsten Wettkämpfen, die ihm sozusagen vielleicht zum Sieg verhelfen. Und jetzt seid ihr dran. Probiert Havening aus in Situationen, wo ihr denkt, ja, das macht mir Unbehagen und ja, vielleicht sind es auch ein paar Situationen, die ihr braucht, um einen Sieg einzufahren oder ja, ihr seid auch alle Sportler und ihr kennt die Situationen. Vielleicht lasst ihr eure Erfahrungen in den Kommentaren drunter, wir würden uns sehr, sehr dolle freuen. Und jetzt seid ihr dran. Viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.